Jo. Dabei, es hat sich gelohnt. Kampf fertig. So, das ist schwächer. Wo gibt es hier was Stärkeres? Erfordert Level 3. Okay, habe ich noch nicht. Nö, nö, nö. Erfordert Level 3. Okay, was habe ich hier? Erfordert Level 3. Okay. Diesen Satz werde ich wahrscheinlich jetzt öfter sagen. Parea, verloren und wiedergefunden Impulsgewehr. Okay, cool. Geschafft. Dann wollen wir doch mal gucken, wo müssen wir eigentlich hin? Auf jeden Fall erstmal zurück, weil wir wissen ja, dass in hier, ach ja, stimmt, in dieser Kirche musste ja der Typ sein. Und da wurde auf jeden Fall gezeigt. Also laufen wir mal dahin. Hier haben wir jetzt ja scheinbar den übermächtigen Gegner besiegt, den ich nicht hätte angreifen sollen. Aber es ist mir egal. Oh, ich ziehe das durch. So, wir sind zurück im Trostland. Und hier sind eine ganze Menge Gegner. Und auch Spieler. Okay. Wow. Lass mich in Ruhe. Ach, da oben. Alles klar. Dann versuche ich mal in diese Kirche zu kommen. Uiuiuiui. Hier ist ja richtig was los. Ich habe auch gehört, dass also ähnlich wie bei Guild Wars, also lebendige Weltmäßig, dass hier echt viele Events starten, so spontan auch überall, die man mitmachen kann. Aber ich... Oh. Ich weiß es nicht genau. Ich wollte da nicht runterfallen. Ich wollte da eigentlich hochspringen. Da wollte ich hin. Und gucken, bin ich hier überhaupt richtig? Jo. Ahoi. Ahoi. Bist du etwa Seemann? Guten Tag. Ein Gast. Und ich habe keinen Tee, den ich anbieten kann. Du wirst es überleben. Devrim Kay, der 8. Stadtmiliz, als es noch eine Stadt gab. Stets zu Diensten. Nun diene ich meiner guten Freundin Soraya Horford. Tagespunkt 1, kontaktiere andere Flüchtlinge und berichte ihnen von der Farm. Wir müssen also ein Kommunikationsnetzwerk aufbauen. Und ich dachte, ich wäre ein guter Schütze, aber die Gefallenen machen es mir nicht leicht. Ich bin sicher, dass du dich dem Feind annehmen kannst. Ich weiß, was Hüter drauf haben. Okay, ich glaube, wir sollten unsere Waffen für uns sprechen lassen, oder? Das ist nicht Devrim Kay, das ist definitiv eine Science-Fiction-Version von Joel aus Last of Us, garantiert. Devrim Kay, der eloquente Scharfschütze Devrim Kay hat sich in der Wildnis der ETZ sein Zuhause geschaffen. Die Rote Schlacht, Devrim Kay arbeitet daran, ein regionales Kommunikationsnetzwerk aufzubauen, damit die verstreuten Stadtbewohner erfahren können, dass die Farm Zuflucht bietet. Leider erschweren die Gefallenen seine Bemühungen. Lern mehr über ETZ, indem du Abenteuer ein neues Grenzland abschließt. Und wir bekommen eine ETZ-Hülle für unseren Geist. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, hier kann ich auch Sachen mir kaufen, wenn ich das denn möchte und mir leisten kann. Und die sind aber für Level 16. Ich glaube, das bringt mir noch nichts. Das kann ich, glaube ich, auch gar nicht kaufen. Doch, das kann ich kaufen. Granatenskills, nur von Ziele, Granatenkills in der ETZ. Ach so. Schließe öffentliche Events in der ETZ ab. Ah, wenn ich hier Sachen abschließe, dann kriege ich das entsprechend. Sei bitte vorsichtig damit. So. Täglicher Beutezug. Alles klar. Nur eins zur gleichen Zeit möglich. Ach so, okay. Ja, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, wie das läuft, aber das macht ja nichts. Neue Abenteuer verfügbar. Drücke und halte Tab, um die Zielkarte zu öffnen und die Position des Abenteuersignals zu verfolgen. Ja, ein neues Grenzland, Trostland. Europäische Todeszone. Erkunde die europäische Todeszone, während Devrim von der Kirche aus Unterstützung leistet. Empfohlene Power 30. Es fühlt sich ja merkwürdig an, wenn man so weit weg von ihnen ist. Ich bin ein bisschen schwach eigentlich dafür, aber... Das ist gefährlich, dieser Ort. Furchtbar. Sollte ein Buch darüber schreiben. Lieber Mark, ich bin gut eingepackt. Ich versichere es. Okay.
Was ist hier los? Erkunde die europäische Todeszone. Abenteuer starten. Fangen wir an. In der Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. Okay, das werde ich machen. Werde mich vorsichtig dahin schleichen. Ich werde mal kurz hier gucken. Ich kann doch jetzt mein... Yay! Cool. Okay, ach da. Ah, cool. Untersuchen. Ja, sag mir mal was da drüber. Ist ein Gefallenenhaus-Siegel. Aber keines, das ich kenne. Ich auch nicht. Scheint, als ob die Gefallenen es als eine Art Drohung aufgehängt haben. Kann mir vorstellen, dass man da draußen viel findet, wo eine Story dahinter steckt. Wir beide brauchen alles, was wir finden können. Guck mal, ob du in einem der Gebäude ein Depot findest. Ja, werde ich machen. Das ist echt ziemlich cool gemacht. Ja. Ich nehme mal lieber die Waffe. Die finde ich irgendwie besser. Ah, da unten, alles klar. Das ist echt cool, dieses Ganze mit dem Geist und so. Wow! Das war ja richtig, richtig schlau von mir. Ja, Schweber, ich war. So, kannst du bitte einfach sterben? Danke. Ich habe mich sehr erschrocken. Neue Fähigkeit freischalten. Oh, drücke F1, um Charakterbildschirm zu öffnen. Und ich kann hier. Ich kann mich hier verbessern. Alles klar. Was habe ich hier? Feuerblitzgranate. Eine Granate, die Solarlichtblitze auf Feinde in der Nähe feuert. Verknüpft mit Q. Das wollen wir doch mal upgraden. Ach so, dann kann ich verschiedene wählen. Ah, ich verstehe, okay. Cool. Alles klar, hier kann ich dann immer auswählen, was ich davon haben will. Und werde mich langsam aber sicher upgraden. Hier wollen wir die Handschuhe. Da hatte ich nichts Neues, da habe ich das. Und das wollte ich anziehen. Da kann ich eine andere Waffe wählen, sehr schön. Alles klar. Ah, okay, das ist meine Handfeuerwaffe jetzt, die ich da mitgenommen habe, die stärker ist als die andere. Und hier liegen eine Menge tote Viecher. Ja, komm doch! Traust dich nicht, wa? Flüchtet der einfach. Okay, hier oben soll ich. Ach, da ist. No, das war so blöd. Ich wollte doch das gar nicht. Heute einsammeln. Sehr gute Arbeit. Wenn wir überleben wollen, müssen wir jede Chance nutzen. Halte deine Augen nach Brauchbarem offen. Das mache ich immer. Von der Wildnis sprechen. An der Wand der Kirche ist ein Symbol. Geh doch mal gucken. Wo denn? Ach, da unten. Dann wollen wir doch mal gucken. Da muss ich durch. Und da muss ich hin, okay. Ah, da sind auch Viecher. Wow. Das ist eine sehr geile Waffe. Weil die sehr schnell sehr viel Schaden gemacht hat. Ist ein bisschen schwierig jetzt dahin zu kommen. Alter! Ja, ist ja gut. Okay, wie mache ich denn das am besten? Das sind so viele Gegner. Ah, okay, die konnte ich auf jeden Fall gut von hier ausschalten. Den auch. So machen wir das auch weiter, ne? Mal gucken, dass wir das Abenteuer hier durchkriegen. Meine lieben Abenteuerverlustigen.
Ja, Vandalen, Geächtete. Aua, von wo? Ich sehe dich nicht. Ach, da bist du. Ich habe dich doch schon mal angeschossen. Und Kopf weg. Alter. Ach, du kannst mir ja Truhen anzeigen, ne? Dann holen wir uns doch mal die Truhe. Sehr geil. Das ist eine schöne Fähigkeit, dass er mir das anzeigt. Ja, ich habe die doch geöffnet, oder nicht? Warum zeigst du mir die immer noch an? Kann man die mehrfach öffnen? Nee, kann man nicht. Oh, fuck. Wo kommen denn plötzlich diese krassen Gegner her? Okay. Die möchte ich doch gerne wegballern. So weit weg bin, macht das nicht viel Schaden. Jetzt haut das Ding ab. Weg mit dir. Keine Zeit für kleine Fische. Ich will das dicke Viech haben. Naja, keine Munition mehr, ne? Vielleicht, ist das, was ich hier tue, wirklich gefährlich. Was tut das da? Ich weiß nicht, heilt sich das dadurch? Keine Ahnung, ich habe nicht auf seine Energie geachtet. Aua! Mann, das ist echt gefährlich, was ich hier veranstalte schon wieder, ne? Ich habe auch nichts gelernt aus der Situation gerade eben. Bei dem anderen Gegner. Oh, die springen mitten ins Geschehen. Ach, schön. Volltreffer. Das muss doch gesessen haben, oder nicht? Ja, schön. Schön. Immer ins Gesicht. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich glaube, das habe ich gleich geschafft. Nein, komm her. Jetzt muss ich natürlich nachladen. Oh Mann. Ah, geschafft. Okay, der war wirklich nicht so schwer wie der andere. Geile Sache. Das hat Spaß gemacht. Cooler Gegner, cooler Fight. Aber ich habe meinen Plan aus den Augen verloren, ne? Ich sollte ja hier nach so einem... Warum sind die jetzt alle schon wieder da? Die respawnen viel zu schnell. Ich hab euch doch extra aus dem Weg geräumt. Ihr seid jetzt wütend, weil ich euren Kollegen weggemacht habe, ne? Euren großen Augenmann. So, ich habe hier irgendwo, soll hier ein Zeichen sein? Bemalung an der Wand? Da! Drin! Weißt du, woher das Symbol stammt? Ich glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben. Wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Oder beides. Sehen wir mal nach. Hm. Ich will den Tunnel eigentlich noch gar nicht betreten. Denn ich wollte noch mal gucken. Da vorne wurde mir nämlich eine Truhe angezeigt. Da wollte ich eigentlich mal hin. So, erledigt. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Okay, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht so übertrieben kamikaze-mäßig überall reinlaufe. Okay, und schnell weg. Auf diesen Schildtypen habe ich ja so gar keine Lust, ne? Alter, nö, komm. Reicht jetzt auch. Ne, ich gehe mal weiter. Schauen, was hier so... nicht springend los ist. Und genau in den Tunnel.